Wir wurden hier gerufen zu einem Verkehrsunfall, TVOK 2 bei uns als Stichwort, mit LKW. Dort wurde gleich gesagt, zwei LKWs ineinander gefahren, zwei Personen eingeklemmt. Das bestätigte sich auch bei der ersten Erkundung, sodass dann die Rettungsmaßnahmen auch sofort beginnen konnten. Ja, das Trümmerfeld ist hier schon sehr groß, auch ein bisschen weit auseinander. Es wurden aber gleich von vornherein drei Ortsfeuerwehren alarmiert mit jeweiligen Rüstsatz, Schere, Spreizer und Hydraulikgeräte, sodass wir hier mit den Maßnahmen sofort beginnen konnten. Die Führerhäuser waren natürlich sehr deformiert, sodass wir im Endeffekt Probleme hatten, um die Person da rauszukriegen. Es hat auch alles ein bisschen länger gedauert. Aber in dem Maße, so wie wir es hier im Endeffekt haben, haben wir es hier so auf der Bundesstraße auch nicht. Das sah im Endeffekt schon so aus wie auf einer Autobahnstrecke. Daher gestaltet sich das Ganze auch ein bisschen schwierig. Es waren ja beide schwer eingeklemmt. Einer ist leider verstorben und der andere ist dann mit dem Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht worden. Die Aufgabe der Feuerwehr ist jetzt im Endeffekt abwarten, was die Polizei jetzt hier für Maßnahmen noch macht. Und danach muss man eben entscheiden, aus leuchtender Einsatzstelle eventuell nochmal abbinden von Treibstoff und was da im Endeffekt noch so anliegt, weil der Bergung noch so auffällt. Ja, so gegen 5:30 heute Abend ist hier auf der B6 an der Abfahrt Richtung Bruchhausen-Vilsen sind wir gerufen worden zu einem schweren Unfall, weil ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei LKWs gewesen sind. Es hieß erst, dass die beiden Fahrer eingeklemmt sind, und als die Feuerwehr hier eingetroffen hat, hat sie dieses Trümmerfeld, ein riesiges Trümmerfeld vorgefunden. Nach jetzigem Stand, den wir wissen, auch durch Zeugen, ist ein LKW-Sattelzug in Richtung Nienburg unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der nach links in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Aufsattelzug zusammengeprallt. Der Fahrer des Sattelzugs, der aus Richtung Nienburg in Richtung Sieke gefahren ist, ist durch den Unfall getötet worden. Der Fahrer des LKWs, der den Unfall aus unserer Sicht vermutlich verursacht hat, ist mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Bremen gekommen. Zur Ursache und weiteren können wir im Moment überhaupt noch gar nicht sagen, weil das alles noch in der Aufnahme ist. Die B6 ist gesperrt und wird auch noch mehrere Stunden gesperrt bleiben, bis alle Arbeiten hier abgeschlossen sind und die LKWs mit der Ladung entsprechend geborgen sind. Ja, der Zusammenstoß auf freier Strecke hier, LKWs, wenn der auch nur mit seinen erlaubten 60 km/h gefahren ist und dann ein Frontalzusammenstoß mit einem gleich schnellen LKW, das ist dann entsprechendes Trümmerfeld. So, die gesamte Ladung von beiden LKWs ist durcheinander gewirbelt und einiges liegt hier auf der Fahrstraße. Immer da, wo Personen schwer verletzt werden oder sogar wie jetzt hier auch jemand zu Tode kommt, ist für jeden Einsatz, der hier im Einsatz ist, belastend. Für die Feuerwehr ganz besonders, weil sie sich um die Personen kümmern müssen. Und für uns, die Sachen aufnehmen, die auch mit den Angehörigen nachher sprechen müssen oder sowas, natürlich auch. Also die B6 ist hier eine relativ gerade Strecke. Die Geschwindigkeit ist auf 70 reguliert an der Unfallstelle. LKWs von der Größe dürfen nur 60 fahren auf dieser Strecke. Von daher ist eine überhöhte Geschwindigkeit, die dann zu dem Unfall geführt hat, ja nicht auszuschließen, aber kommt eher nicht in Betracht. Dunkel, ja, aber eben halt kein Nebel, kein Regen, Fahrbahn trocken, von daher alles normal.